Oder um das Auto. Hallo und herzlich willkommen hier auf Brian's Corner mit einem weiteren Video des Let's Plays zu Kirby und das Vergessene Land auf der Switch. Die ersten beiden Level hier in dem Gebiet Winterkuppel sind abgeschlossen bzw. beendet. Ja, das nächste Level, wir stehen schon bereits davor, ist das Frostbühlenmeer. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch umgehend rein und versuchen auch hier, wie schon im letzten Level, vielleicht im ersten Versuch, alle Missionen zu erledigen. Ich glaube eher nicht, dass das was wird, aber... Oh, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Jetzt, wo wir schon den Namen im... Beziehungsweise ne, den Begriff Böen im Namen hatten, sagen wir es mal so, ist es hier auch etwas windig. Ja. So. Wir suchen natürlich dann entsprechend... darauf zu achten, dass wir jetzt hier nicht gleich runterfallen. So, das nehmen wir mal mit. So, was haben wir hier hinten? Hahaha. Okay, dann würde ich sagen, stopfen wir uns einmal voll damit. Zack. Ja, ist auch schon der erste Waddle Dee. So, das nehmen wir mal mit, ne? Weil das wird ja nicht ohne Grund hier liegen. Moment mal, was ist hier links? Ja, das habt ihr aber auch nur gedacht, ne? Das habt ihr aber auch echt nur gedacht. Ja, finde eine windgeschützte Höhle. Stand da gerade, ich habe es nicht so schnell lesen können, aber ja, wir haben es gefunden. Was wollen wir eigentlich mehr? Eigentlich nichts. So, aber auch hier, ne? Ja, ja, natürlich. Okay. Sonst gibt es wohl nichts, ne? Interessantes für uns. Ja, gehen wir mal durch die Tür. So, unten ist auch schon wieder das Boot. Das Boot. So, schnell platt machen hier den Kollegen. Ja, wir müssen auf jeden Fall den Ring hier unten holen. Also hier muss irgendwo jedenfalls ein Waddle Dee sein. Genieße drei Mahlzeiten auf hoher See. Ja, gut. Wenn das hier schon auf hoher See ist. Ja, lass mal einfach mal so durchgehen, ne? So, hier durchs Eis. Hier ist die zweite Mahlzeit. Ja, danke. Jetzt müssen wir gerade nochmal schauen. Ich hab... Da ist er doch. Ist natürlich die Frage, ne? Geht's eigentlich rechts weiter? Ja, wahrscheinlich. Also, wieder zurück. Es gibt nichts Schlimmeres, ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie zwei Wege zu haben. Und man nicht weiß, okay, was ist jetzt der eigentlich richtige Weg? Und was ist der... ja, Zusatzweg. Und man geht dann den richtigen Weg und kommt dann nicht wieder zurück. Wie ich das einfach liebe. Deswegen natürlich immer mal wieder abschätzen. Ah, hier ist die dritte Mahlzeit. Alles klar. Immer mal wieder abschätzen. Okay, ne?
wo würde es prinzipiell im Normalfall weitergehen? Und das wird ja hier jetzt in dem Teil zumindest ja hier, ne? Rechts. Ja. Ihr versteht, was ich meine, ne? Oder? So, was ist denn da vorne? Da können wir doch bestimmt rüber, oder? Ach so, wir müssen wahrscheinlich oben die... Die Flamme müssen wir uns holen. Und dann... Können wir das doch bestimmt hier wegschmelzen. Ach, schaut mal. Wer hätte es gedacht? So, da ist kein Poster mehr. Sehr gut. So. Ja, ich würde mal sagen, ich glaube, hier gibt es nichts mehr für uns, oder? Hier geht es auch nicht weiter. Wir verlieren an Höhe. Ja, komm. Ab auf den Stern. Und weiter. Die wilde Fahrt. Ja. Auch hier windet es etwas stärker. So, links. Seht ihr auch schon, ist die nächste Laterne. Okay, können wir da runter? Ach so, ja. Da ist ja gar kein Wasser, dann springen wir mal da rein und retten den Waddle Dee. Bei Wasser wären wir da nicht reingesprungen. Auf gar keinen Fall. So, da vorne ist noch die Hebebühne. Die können wir uns natürlich jetzt auch wieder schnappen. Ah, da rechts ist eine Truhe. Okay. So, ausspucken. Zack. Nächster Blaupause. Spezialpower Feuer. Ist das denn jetzt zu dem hier noch eine weitere Entwicklung? Oder ein Upgrade? Wir werden es herausfinden. So. Erstmal hier die Gegend abchecken. So, was macht er jetzt? Okay. Er zeigt uns auf jeden Fall auch wieder einen Weg vor. Ah, dann springen in den Geheimraum im Untergrund. Ich glaube, auch hier sind wir ganz gut dabei, ne, mit den Missionen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ah, Moment. Da müssen wir die Schnur entzünden. Dann müssen wir hier durch. Ah, dann müssen wir da oben dann wieder auch in die Kanone hüpfen. Das heißt aber, wir fahren hier hoch. So. Entzünden. Voll stoppen. Ah, nein. Das könnte knapp werden. Nein, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Jo! Das war knapp. Ja. Jetzt nochmal kurz checken. Wir haben tatsächlich wieder alle Missionen geschafft. Ich kann es nicht fassen. Was ist hier bitte los? Also jetzt läuft es erschreckend gut. So, ausspucken und dann... Ja. Oh, erst nochmal hier die Dose mitnehmen. Ja.
Das ist noch die Wand aus dem Einkaufscenter. Fixierter Schrank, Stopfer Kirby. Ja, Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte und kann sich nun auch mit Schränken vollstopfen. Doch, der hier will sich partout nicht bewegen lassen. Doch mit etwas Anstrengung. Hoppla. Schade um die Wand, aber so lassen sich immerhin Geheimgänge freilegen. Ja, da haben wir Feuer Kirby. Achtung, heiß! Nutze die Kraft des Feuers, um Lunden anzuzünden, Hindernisse zu verbrennen oder Gegner anzukokeln. Renne, springe und greife dann als Feuerball an. Schöne Sache. Ich hab's geahnt. Aber es irgendwie doch nicht glauben wollen, dass die Brücke das nächste Level ist. Alle Waddledees gerettet. So. Wir gehen natürlich sofort hier rüber. Schlacht auf der Blizzard-Brücke ist das nächste Level. Das sieht echt gut aus, ne? Ich mag das. Ja. Schauen wir mal. Ja, vielleicht nehmen wir den mal mit. Gibt's auch hier irgendwas Interessantes hier? Oh, der Schwert, Grobian, ich fass es nicht. So, einmal komplett aufladen. Zack, 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 zack. Ah, nein. Ja, das bringt herzlich wenig, natürlich, ne? So, nochmal. Och, Mensch. Nur ein Gefallen. So, jetzt aber. So, jetzt nochmal aufladen. Zack, auf Wiedersehen. Achso, wir müssen noch einmal drauf, ne? Nehmen wir das Schwert? Nee, ich will es nicht. Gucken wir jetzt erstmal hier links. Was haben wir da? Na, das Schwert brauchen wir dann doch, oder? Können wir es hiermit abschließen? Naja, nee. Dafür wird das Schwert benötigt. Nein! Kommt der wieder, oder war es das jetzt? Wir gehen mal raus und dann nochmal rein. Okay, da ist er wieder. So, jetzt müssen wir natürlich darauf achten. So, ne? Das sieht etwas besser aus. Nein! So, hier rein. Aha, sehe ich da links etwa ein Poster?
Vier Poster müssen wir jetzt hier finden. Okay. Ah, jetzt treffen wir hier auf alle Bosse wieder, oder was? Nein. Nee. Komm, steh auf. Ah. So, jetzt noch mal. Oh. Komm. Was ist hier los? Okay, also für jeden Part hier auf der Brücke gibt es dann immer einen Boss. Also die kleinen Bosse halt, ne? So, da hinten ist wieder der Automat. Ah, okay. Ja. Ich hab verstanden. So, okay. Schnell vollstopfen hier. So. Tor öffnen. Yes. So, nochmal schauen, ob hier irgendwo sich ein Poster befindet. Ja. Der Block hier links oben, der war eben noch nicht da, ne? Mit uns macht ihr sowas nicht. Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt hier alles haben, ne? Wir können auch wieder rausgehen. So, weiter geht's hier. Upsie. So, komm. So, und jetzt? Ah, okay, dann geht links die Tür auf. Ist hier unten irgendwas? Nö. Ich höre auf jeden Fall wieder einen Waddle Dee. Müssen wir gleich nochmal gucken. Ja, ach, da unten. Da unten, okay. Ah, da müssen wir gleich mal schauen. So. Hier ist nämlich auch das dritte Poster.
Oder um das Auto. So, wir haben auch jetzt hier nichts eventuell übersehen. Na gut, hier kommen wir jetzt eh nicht mehr hoch, ne? Hier ist auch kein Poster mehr oder so. Wir hatten ja jetzt eben das Poster schon hier unten gehabt, ne? Aber ich traue denen dazu, dass sie dann beabsichtigt hier zwei irgendwo hinpacken. Es sieht aber nicht danach aus. Wir gehen wieder raus. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wie. Einfach runterspringen oder was? Hm. Na gut, wenn wir jetzt ins Eis fallen, kommen wir bestimmt wieder hoch. Jo. Jetzt wollen wir uns den Maulwurf schnappen. Muss ja noch irgendwo noch ein Poster sein. Und von den anderen zwei Missionen, die wir noch nicht gefunden haben, will ich gar nicht reden. Haben wir jetzt zwei von denen, oder was? Ein bisschen auf die Gesundheit achten. Ah, der erste ist platt, okay. Nein! Ah, okay. Der hat aber jetzt nicht mehr viel gefehlt, ne? Dann wäre hier Feierabend. Ah, eine Blaupause. Power Eis. So, erstmal hier rechts, ne? Oh nein, wir brauchen das. Oh. Was haben wir hier? Das ist halt die Frage, ne? Kriegen wir jetzt auch noch irgendwo das Eis? Ach, hier ist es doch noch. Ah, wann? Ah, okay. So, jetzt bitte hoffentlich hier noch das eine letzte Poster drin sein. Und da unten ist ja auch noch ein Waddle Dee. Ah, jetzt. Nicht? Ah, Sekunde. Okay, voll stopfen können wir jetzt natürlich wieder hier, ne? Aber macht das Sinn? Ja, das hatte ich eben auch schon vorgehabt. Warum das nicht funktioniert hat? Fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt können wir nämlich auch hier rüber und dann... Ah, da oben ist das Poster. Sagen wir zumindest die Waddle-Dees und dann auch die Mission mit den Postern erledigt. Sind immer noch zwei über. Muss wahrscheinlich irgendwas mit den Bossen sein. Keine Ahnung. Keinen Schaden nehmen oder was weiß ich. Sowas in der Richtung. So, dann schauen wir mal. Doppelwilder Eisbär müssen
besiegt werden, ohne getroffen zu werden. Das gucken wir uns irgendwann später mal an. Ja, der wilde Eisbär. Auch Dr. Eisbär wurde vom rätselhaften Wirbel in die neue Welt gesaugt. Er traf kurz vor Kirby ein, tauschte seine Kleidung gegen ein schickes Fell und schloss sich kurzerhand dem Bestienrudel an. Der Neue zu sein ist selten leicht, doch seine Bestienkollegen lieben ihren neuen Kumpel. So, Wolf. Ja. Dann hätten wir jetzt auch, ne, die Level, jetzt abgesehen natürlich von dem Boss. Der kommt natürlich dann auch als nächstes. Haben wir zumindest alle Level abgeschlossen. Das wollte ich noch gesagt haben. So, Auftritt des Bestienkönigs. Ja. Sehr gut. Ja, jetzt werden sie gerade hier eingeblendet. Ich wollte es nämlich noch jetzt eben kurz erwähnt haben oder beziehungsweise darauf eingegangen sein, dass wir vielleicht jetzt hier noch in dem Video 2-3 Minilevel noch machen. Ich denke mal, die Zeit ist auf jeden Fall dafür auch da. Aber erstmal checken wir hier nochmal die Gegend, ne, ob hier sich irgendwas versteckt. Wenn dem nicht so ist. Hier ist nämlich was. Ja. So, sonst wählen wir nämlich gleich dann das erste Minilevel aus. Jetzt ist hier ein verstecktes, ne? Da würde ich sagen, dann nehmen wir das einfach mal. Wahrscheinlich bei 3 oder 2 Sterne. Glühbirnenstupfer, Schatz. Ja, komm, gehen wir mal rein. Leuchten und suchen im Geisterlabyrinth. Mal gespannt, was das Minilevel hier kann. Okay. Ah, ich mag das. So, jetzt müssen wir hier. Oh, nach rechts sagt er hier. So, und hier? Nach links. So, zwischendurch mal immer wieder das Licht ausschalten, denn mit Licht sind wir etwas langsamer. Ja, wir riskieren es jetzt. Wir gehen jetzt hier einfach mal hier rechts her, oder? Ach, geradeaus. So, schnell hier hoch. Ja, ich glaube, wir sind jetzt ganz knapp an der Spielzeit vorbei. Ja, 2 Sekunden. Machen wir weiter. So, und wenn die sich jetzt hier treu bleiben, müsste es ja eigentlich noch ein zweites verstecktes Mini-Level geben. Wo sich das jetzt befindet. Vielleicht hier hinten irgendwo. Also sagen wir mal so, zumindest in den Welten davor gab es meines Wissens nach immer 2. Und ich wüsste jetzt nicht, warum das jetzt hier anders sein sollte. Hier scheint aber nichts zu sein. Ja. Dann, hier, Moment. Ah, okay, eine Münze. Guten Tag. Ja. Da würde ich sagen, gehen wir zumindest nochmal hier rein. Schauen wir uns das mal an. Zünde die Lunte, Bombenkettenprüfung.
Und dann würde ich sagen, legen wir danach nochmal eine Pause ein. Schauen uns dann im nächsten Video noch die anderen Minilevel an. Bevor es dann auch zum nächsten Boss geht. Okay, ist noch einer da? Okay. Einfach alles reinspammen hier. Hier kommt noch mehr? Ach, der ist da oben. Hä? Ist ja da hingekommen. Okay, weiter geht's. Ja, okay, okay, okay. Ajo. So. Auf die Zielzeit, die können wir uns eh vergessen, beziehungsweise die Haare schmieren. Ah, 6 Sekunden. Wie eben schon gesagt, wir legen jetzt hier nochmal eine Pause ein. Im nächsten Video gucken wir uns noch die anderen Mini-Level an. Ja, und anschließend geht es dann auch zum nächsten Boss. Da versuchen wir natürlich auch dann wieder möglichst alle Missionen zu erledigen. Ob das funktioniert, warten wir mal ab. Sehen wir auf jeden Fall im nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einmal den Gefällt mir-Button drückt. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Das war es dann jetzt mal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, habt noch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.